Ach so, mal wieder einblenden. Dann, ne? Und so. Ach so, wir müssen das ja noch umändern, ne? Ach nee, ich bin ja schon hier. Ein bisschen Action muss sein. Das stimmt nicht mehr ganz. Was nehmen wir denn als Titel? Mach mal einfach After Humans. Nee, mit Just Cause, das machen wir so. Ja, mit Just Cause machen wir so. Ich spiele das mal privat für mich. Und wenn ich dann wirklich mal so mit der Steuerung klarkomme und wir nicht immer nur auf der Stelle treten, dann machen wir da weiter. Weil so macht das euch keinen Spaß, so macht das mir keinen Spaß, das auch zu zeigen. Und dann lerne ich das auch mal mit diesem Wingsuit, wie man das macht. Und habe ich gerade mehrmals schon erklärt, Carsten, warum. Dann machen wir das so. Ja, so machen wir das. So, also, der Grund ist, warum ich jetzt mit Just Cause aufgehört habe, ich komme mit der Störung einfach nicht klar. So, das heißt, ich werde Just Cause erstmal nur für mich spielen, damit ich mit der Steuerung irgendwie warm werde. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir auch wieder das hier zusammen spielen. Aber so macht das einfach keinen Sinn. Das macht mir dann keinen Spaß, das macht den anderen dann keinen Spaß und ja, das muss halt nicht sein, weil das ist blöd. So, was haben wir denn hier? Ich muss jetzt erstmal selber wieder reinkommen, weil ich war eigentlich auf dem Weg in eine Höhle, als ich selber für mich gespielt hatte. Und ich brauche Smaragde. Ich finde partout keine Smaragde. Was ich aber gefunden habe, ist ganz viel Aluminium, ganz viel Eisen und was weiß ich nicht alles. Das habe ich hier alles schön eingeschmolzt. Und durch diese Schmelze, die wir ja hier haben, ist irgendwie anderes Zeug entstanden, weil sich das irgendwie dann vermischt hatte, was ich überhaupt nicht wusste. Und jetzt haben wir Bronze und jetzt haben wir hier Aluminium, Brass haben wir noch. Und ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Jetzt haben wir noch ein bisschen was hier drin. Ein bisschen Bronze und sowas. Können wir eigentlich noch mal ein bisschen abschöpfen. Und ja, was habe ich noch gefunden? Ach ne, ich hatte ja am Sonntag habe ich ja noch eine kleine Anglerhütte gebaut. Was haben wir noch gemacht? Den Obelisken haben wir schon was länger. Ach, Bücher müssen wir noch machen, damit wir die Bibliothek fertig bekommen. Jetzt möchte ich nur mal eben wissen, wo habe ich mein Schüssel? Weil ich glaube, mein Schüssel ist ja hier drin. Oh, mein Buch. Hoppala. Weil. Ja, da ist mein Schüssel. Man kann auch, glaube ich, hier die Bücherregale schüsseln. Das will ich mal eben ausprobieren.
Tatsächlich. Das ist ja echt geil. Hier fehlen leider noch zwei. Das ist echt so der geile Scheiß. Nein, da habe ich aus Versehen nicht zweimal gedrückt. Ja, kommt, da unten ist einer mit dem Totenkopf. Das haben wir schon. Ah, okay. Gut, also hier gibt es ein paar verschiedene Sachen zum Schisseln. Hier an der Seite, okay, da fehlt uns jetzt einer, würde ich sagen, mach mal die hier. Oder soll man die hier so rundherum machen? Guck mal so. Außer jetzt da. Und die anderen, die haben dann halt hier wie so regalmäßig dann. Ne, den haben wir da schon. Dann haben wir nicht nur die normalen Bücherregale. Einen normalen Bücherregal können wir ja auch lassen. Na, so wie man das aus Vanilla kennt. Ah, Spinnweben finde ich jetzt gerade irgendwie nicht so geil. Nehmen wir hier sowas. Den können wir hier. Mach mal den hier auch mit dem roten. Dann haben wir hier so einen kleinen Übergang. So, den können wir mal Vanilla lassen. Hier können wir auch noch mal wieder so einen hinmachen. Also können wir, ja, es ist nur ein bisschen Spielerei, aber ehrlich, das mit diesem Schüssel hier, das war sofort mein, was ich, also sofort, da habe ich erstmal alles angefangen hier zu schüsseln. Selbst die hier, selbst die ganzen Blöcke, die ihr seht, sind eigentlich ganz normale Cobblestones. Total geil. Dich lass mal auch Vanilla. Und dich machen wir so. Na, so haben wir so ein bisschen verschiedene Sachen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Hier fehlen noch ein paar Bücher. Die kriegen wir aber auch eigentlich ganz schnell zusammen. Ach so, was ich noch gemacht habe. Ich habe noch ein paar Werkzeuge gemacht. Wir haben jetzt nicht hier nur unsere Spitzi und unseren ersten Hammer. Sondern wir haben jetzt auch Hachi. Frag mich nicht, warum wie ich auf den Namen gekommen bin. Weil die heißt Hatchet eigentlich. Ja, das ist hier unsere normale Axt jetzt. Gesundheit, ja. Und die habe ich schon ein bisschen modifiziert. Reinforced and Auto Repair. Und wir haben Holzi und Holzi ist richtig geil. Holzi klotzt richtig rein. Holzi ist, da musst du ganz vorsichtig mit sein. Bei Holzi ist das so, du nimmst einen Stamm unten vom Baum und da rieselt dann so runter. Es ist total geil. Ach ja, was ich auch gemacht habe, ist, wir haben jetzt hier schon mal ein ganz kleines Wohnzimmer. Ist noch nicht fertig, aber wir haben ja schon ein bisschen was. Oben habe ich noch nicht weitergemacht. Ach ne, eine Essecke haben wir jetzt hier auch. Ja. Habe ich noch Cheeseburger? Ja, habe ich noch. Dann, was habe ich denn noch gemacht? Ach ja, eine Hängebrücke haben wir jetzt hier auch, damit wir nicht immer schwimmen müssen. Die können wir gleich mal abernten. Die brauchen wir für unsere Bücher. Was habe ich denn noch gemacht? Ah, die müssen noch wachsen. Nee, du nicht. Du nicht. Ach ja, dann habe ich auch so einen Kirschbaum, habe ich gefunden auf einer Reise. Und ja, ich habe hier ein bisschen erweitert. Allerdings, was ich glaube, was ich wieder ändern muss, ist das normale Weizenfeld. Ich glaube, dass das hier nicht drauf wächst. Auf diese spezielle Erde, weißt du? Hier, das will überhaupt nicht wachsen, während hier das schon kräftig dran ist.
Na, hier, die sind schon wieder, hier könnte schon wieder weitermachen. Und das normale Weizen will überhaupt nicht wachsen. Ich habe so das Gefühl, dass ich die Erde dafür nicht nehmen darf. Das heißt, das hier müssen wir wieder umpflügen zu normale Erde und dann ganz normal da unser Weizen einpflanzen. Das geht leider nicht anders. Dann, das sind hier alles Sojaböhnchen. Aber die wachsen hier auch nicht, ne? Ja, was ist denn da los? Auf jeden Fall haben wir die um drei Felder erweitert. Denn wir brauchen sehr viel Weizen, wir brauchen sehr viel Sojabohnen für unser Cheeseburger. Ja, was das hier ist, keine Ahnung. Dieses Garden Proxy. Echt null Ahnung, was das ist. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen erweitert. Und dann haben wir. Hier hinten habe ich noch eine Fischerhütte, eine kleine gebaut. Hier muss auch noch eine Brücke rüber. Hier ist eine alte, verfallene Fischerhütte. Schon ganz ordentlich zugewuchert. Na, hier sieht man auch das mit dem Netz. Und ja, viel hatte er nicht gehabt anscheinend. Aber man sieht, na, er hat hier fleißig geangelt. Thunfisch, ein Karpfen und ein Anchovy. Was auch immer ein Anchovy auf Deutsch heißt. Keine Ahnung. Ja, hier ist ein Steg, wo er damals mal geangelt hatte, der Fischer. Was mit dem passiert ist, keine Ahnung. Und ja, das ist das, was ich beim letzten Mal gemacht hatte. Im Stream am Sonntag. Ja. ME-System haben wir auch. Aber da warst du auch bei, ne? Ich glaube, das ist mein ME-System. Kennst du, ne? Ach, hier war ein See. Da warst du da, ne? Okay. Hier war ein See, da müssen wir noch weiter zupflastern, weil das wollte ich weghaben. Wir haben hier so viel Wasser. Da muss ich nicht jeden einzelnen kleinen Pisssee hier da lassen. Ja, ich bin mal gespannt, wann das hier wächst. Dann kann ich das mal zeigen. Mit meiner Axt. Ja, hier, das ist Kirschholz. Das habe ich gefunden. Und dann bin ich auch am Überlegen, ob wir das nicht eintauschen gegen diese Sakura. Ich weiß es noch nicht, weil die Sakura sieht geil aus, aber dieser Kirschbaum hat auch diese Blüten, etwas heller und hat einen viel schöneren Stamm. Mir gefällt dieser Stamm nicht. Der sieht irgendwie total schräg aus, als ob der so, ja, weiß ich nicht, Masern hat oder so. Keine Ahnung. Ja, hier unsere Würstchen, ne? Ganz klar. Was hier auch noch hinkommt, ist ein Garten. Das machen wir uns auch noch. Wir machen uns das hier noch richtig schön. So, jetzt gehen wir aber erstmal pennen. Und deshalb kann ich ja mal was trinken. So. Ja. Ich habe gedacht, hier das Rote, das passt eigentlich richtig geil. Ja, weil wir ja auch rote Fenster haben und so. Ne? Die sind ja auch geschisselt. Ja, und die Gestühlchen. Und ja. Achso, was ich immer noch nicht drin habe, ist die Shader-Mod. Ich traue mich einfach nicht. Auch wenn Rangi sagt, ja, das ist doch so und dann einfach und so, aber ich habe keine Lust, schon wieder alles zu verlieren. Und die Würstchen, die da hängen. Ja, Sigi, hör mal. Was denkst du denn? Das ist ein Muss. Weißt du, abends vorm Bett gehen, noch ein Würstchen reinziehen. So muss das sein. So muss das sein. Warte. Möchtest du auch noch was essen? Oh ja. Noch nicht? Ja? Doch. Ja. Brötchen? Ja. Eins? Eins, ja. Und Fleisch oder irgendwas drauf? Fleischwurst, Leberwurst, Schmierwurst? Papa sagt irgendwas mit Ei. Mit Ei? Ja, weil Papa nicht immer mit Ei macht, ne? Ich glaube, ich wüsste.
Wollen wir noch Schinken da haben? Ach ja. Mit Schinken. Ich habe gekochten Schinken, rohen Schinken. Ah, hast du neu geholt? Ja, ich habe frisch geholt. Oh, ja, dann nehmen wir einmal den gekochten Schinken. Ja. Und einmal Fleischwurst. Einmal Fleischwurst. Ja, bei der Fleischwurst mit Remoulade, bitte. Remoulade? Ja. Boah, super, danke. So. Da bin ich wieder, sorry. So. Ich kriege jetzt lecker Mampf-Mampf. Lecker Mampf-Mampf. So. Ne, die brauchen wir gleich noch für die letzten Dinger. Hier habe ich auch ein bisschen geebnet schon. Ich wollte eigentlich eine Windmühle bauen. Na, also ich wollte das eigentlich so aufbauen. Du hast deine Windmühle. Die Windmühle macht ja Mehl und bla, blub, ne? Die geht wiederum zum Bäcker. Die macht Brötchen, also hier Brot und Toast. So, dann habe ich mir gedacht, so, so viel Platz hast du hier gar nicht. Und du willst ja auch keine riesengroße Stadt direkt hier haben. Weil das ist ja After Humans. Und ja, und dann habe ich halt wieder verworfen und hatte dann hinten die kleine Fischerhütte gebaut. Ja. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das jetzt machen soll. Eigentlich fehlt hier auch noch wie so eine Art kleiner Bauernhof. Ne? Wir haben keine Schafe hier. Hier, ne? Die Fläche habe ich hier geebnet. Wir haben keine Hühnchen hier, auch wenn ich sie hasse. Keine Schweine, keine Kühe und nix. Die laufen hier alle noch frei rum. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das hier machen soll. Auf jeden Fall, was wir machen, das machen wir jetzt sofort. Als erstes ist hier das. Wir holen jetzt Erde, weil wir brauchen Weizen für unsere leckeren Dingens. Für unsere Cheeseburger. Voltra isste, ich würde sie nie im Leben essen. Und ich hoffe, ich habe noch Erde. Und dann gucken wir mal. Dirt. 17! Wow! Bitte nicht ganz so viel. Das überschlägt mich ja hier gerade so förmlich. Ach so, und was ich gemacht habe, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst. Du kannst ja direkt hier die Sachen schon erweitern. Ne? Hier ist zum Beispiel Redstone drauf, für, dass es schneller abbaut. Und Moos für Auto-Repair. Und hier Spitzi hat Lack. Ja, Lack bekommst du von... War das richtig gut gekocht? Hm? Super, dankeschön. Was wollte ich gerade sagen? Und nicht lügen. Ach ja, dafür brauchst du Lapis Lazuli. Und ich bin mal gespannt. Ich war ja im Nether, das ist aber auch schon lange her. Und da habe ich Kobalt und so ein Kram gefunden. Und ja, ich will eigentlich, opala. Das heißt, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Manylum oder so, keine Ahnung. Damit möchte ich eigentlich ganz gerne meine Sachen dann hinterher... eine Waffe und das alles dann haben. Ja, das dauert aber noch. Ja, jetzt habe ich meine Hoe vergessen. Auch das darf ich nicht. Oder habe ich die hier drin? Bevor ich jetzt weggehe. Da ist meine Hoe. Okay, ich habe sie da. So, und jetzt hoffe ich einfach, dass hier wieder mein Weizen wächst. Ey, da kann doch echt nicht wahr sein hier. So, komm her. Das sieht auch irgendwie schon besser aus als auf dem anderen, ne? Habe ich jetzt hier irgendein... Doch, da habe ich einen vergessen.
So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jetzt hier wächst. Und dann machen wir das hier auch nochmal weg. Und gehen hier auch nochmal. Oh, die geht auch gleich kaputt. So, und dann hoffe ich, dass das jetzt hier auch wächst, weil das ist echt blöd. Du kannst das nämlich auf dem ganz normalen auch... Oh, mir fehlt einer. Einfach so drauf pflanzen. Oh, wahrscheinlich geht das deswegen nicht. Kann das sein? Wir gehen dann mal eben nach oben. Da, ich kenne jetzt mein Problem, glaube ich. Wir lassen das trotzdem mal da vorne, ganz normale Erde, falls es doch nicht so sein sollte. Dann haben wir nämlich auch keine Probleme. Ich glaube aber nur, dass meine Ho nicht so lange mitmacht. Ich hatte mir auch schon überlegt, weil Rangi möchte ja auch super gerne mitmachen. Und worauf ich auch mal so richtig Bock hätte, ja, so rollenspielmäßig, ist zum Beispiel, auch mal, dass es komplett schafft, glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, viel zu viel Arbeit. Aber zum Beispiel, Silberstadt hier, ja, halt so von WoW, so Städte, hoppala, so Städte nachzubauen. Ist bestimmt auch mega geil. Ja, Orgrimmar und sowas. Ich glaube, da hätte Rangold auch richtig Bock drauf. Glaube ich. Ja, nee. Kleine NPC-Stadt. Die dann auch Sachen verkaufen oder so. Zum Beispiel. Jetzt gehen die also nicht mehr. Ich weiß aber noch immer noch nicht, wofür die hier gut sind, ey. Keine Ahnung. Ne, irgendwie sowas. Geht das auch? Krass, was geht auch? Mhm. Es wächst mal. Jetzt wächst mal. Plopp. Alles klar, wa? So. Wir haben jetzt hier Holzi. Und mit Holzi gehe ich jetzt einfach nur hier unten dran. Und er trieselt alles so schön runter. Es ist so geil. Und zack. Na mal 37 Dark Oakwood. Das kann jetzt da alle chillen und so. Jetzt habe ich den einen Setzling weggetan, ne? Naja, egal. Jetzt könnte ich das entweder so runterrieseln lassen oder ich nehme meine Scythe. Hier die. Könnte ich jetzt zum Beispiel das hier alles wegnehmen. So. Oder aber man lässt es weiter selber so runterrieseln. Aber ich glaube, wenn man das hier benutzt, kommen nicht mehr so viele. Okay.
Ah, okay, wenn man die Skype benutzt. Okay, ist gut zu wissen. Dann kommen da nicht mehr so viele Setzlinge. Ja, also du kriegst dann unheimlich schnell. Mal gehe ich da, mal gehe ich da raus. Also Bäume fällen ist da dann halt unheimlich schnell. Hier haben wir auch noch Gedöns. So, dann ist natürlich jetzt die Frage. Viel einfacher und schneller, definitiv. Auf jeden Fall. Ist jetzt nur die Frage, was bauen wir? Im Prinzip brauchen wir ja auch noch mal einen Schmied. Ja, die Schmiede für uns unten, die ist nur für uns, aber es muss ja auch eine offizielle Schmiede geben. Zum Beispiel. Wir brauchen noch so viel, weil ich kann ja mal kurz erklären. Ich wollte eigentlich einen Angler bauen. Jauku, hallo, schön, dass du da bist. Freut mich. Ich wollte eigentlich Angler und sowas bauen. So, ich muss mich aber selber ausbremsen, damit ich nicht schnell alles habe. Na, wir haben unten unseren Reaktor schon, damit sind wir schon richtig viel weit. Wir haben ein ME-System, damit sind wir schon richtig viel weit. Ja. Ich muss mich selber so ein bisschen bremsen. Na, das freut mich, dass es dir gut geht. Das ist perfekt. Und deswegen würde ich sagen, machen wir auch normale Häuser. Ja. Wie zum Beispiel ein Schmied, eine Bäckerei, einen Supermarkt hätte ich ganz gerne. Und dafür müssen wir sehr viel Terraforming betreiben. Ganz viel. Da werden wir mit der kleinen Fläche, die wir hier haben, nicht weit kommen. Das heißt aber auch, du musst weg. Das wir, und dann kann ich das mal zeigen, weil ich habe, glaube ich, alle meine Werkzeuge außerhalb der Aufnahme gemacht oder des Streams, dann kann ich das auch mal zeigen, wie das geht. Ja, wir bauen uns jetzt gleich, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Da müssen wir mal im schlauen Buch nachgucken. Es gibt auch eine Schaufel, die 3x3 abbaut. Und die brauchen wir, damit wir nicht ja, ewig und 3 Tage brauchen. So, das heißt, ich glaube, der ist. Ah, ich brauche immer beide Bücher, weil ich nie weiß, welches Buch für was ist. Da, Mattock.
The Katamatok is a versatile farming tool. Its primary purpose is to till soil. It also works somewhat like an axe and a shovel, but is not a replacement for either. Ich glaube, das ist der hier. Mattock macht, glaube ich, auch Dreier, ne? Hammer. Lumber Axe, das ist die, die wir jetzt hatten, ne? Die ich euch schon gezeigt habe. Die Skies haben wir auch. Excavator. Oh, warte mal. Das ist a large digging tool. Used for clearing out large swaths of land. Gravel or snow. Mines 3-3 Area. Da, das ist das, was wir brauchen. Ein Excavator. Okay. Okay. Das haben wir schon. Das haben wir und das. Brauchen wir noch einen Excavator?